Ja, und bei uns ist jetzt live Wolfgang Kubicki, stellvertretender Parteivorsitzender der Bundes-FDP und Fraktionsvorsitzender in Schleswig-Holstein. Herzlich willkommen bei Phoenix. Sie und Christian Lindner, Sie sind die beiden Architekten der neuen FDP. Was ist denn bei der FDP von heute anders als bei der FDP, die 2013 aus dem Bundestag flog? Zunächst einmal das Personal, wie Sie das richtig angesprochen haben, und dann die Tatsache, dass wir uns wesentlich darauf konzentrieren, den Menschen unser Angebot zu unterbreiten, auf ihre Fragen die Antworten zu geben. Es war in der Vergangenheit ja so, dass wir uns mehr an anderen abgearbeitet haben, aber man verkauft sein Produkt nicht dadurch besser, dass man andere schlecht macht. Und wir stellen fest, dass viele Fragen der Zukunft, die Menschen stellen, unsere Antworten bekommen und denen auch gefolgt wird. Deshalb beschäftigen wir uns beispielsweise mit der digitalen Zukunft und mit der Altersversorgung. Beide sind ja wichtige Themen, einmal für die junge Generation und die Älteren, so wie mich, und einmal für die Älteren und die Jungen auch, die ja irgendwann auch älter werden und sicher sagen wollen, dass sie in ihrem Alter auch noch vernünftig leben können. Ganz wichtiger Faktor ist der Parteivorsitzende. Was macht denn Christian Lindner besser als seine Vorgänger Westerwelle, Rösler? Ja, zunächst einmal ist die Kommunikation innerhalb der Partei eine völlig andere. In der Vergangenheit war es so, dass wenn dem Vorsitzenden was eingefallen war, der Rest der Partei bedingungslos folgen musste. Jetzt gibt es offene Erörterungen, richtig offene Aussprachen mit Kontroversen, die manchmal sehr hart sind, aber die dann zu einem gemeinsamen Ergebnis führen. Und es ist ein Teamgeist in diese Partei zurückgekehrt. Wir kämpfen alle für die Wahlerfolge auf allen Ebenen gemeinsam. Dass Landesverbände zu Wahlkämpfen in andere Landesverbände fahren und dort auf die Straße gehen, hat es in der Form auch noch nicht gegeben. Und damit sind wir auch einzigartig. Also der Teamgeist ist gewachsen, das Zusammenspiel ist gewachsen und das Ansprechen von Themen, die zukunftsfähig sind und nicht mehr nur die Auseinandersetzung mit den Gegnern. Es ist die Politik der Bundesregierung derzeit, insbesondere die Flüchtlingspolitik, nicht sonderlich populär. Nur die FDP profitiert von diesem Missmut über die Bundesregierung viel, viel weniger als die AfD. Inwieweit stört Sie das? Überhaupt nicht, weil wir nicht gewählt werden wollen, weil andere missmutig sind gegenüber ihrer Lieblingspartei, sondern wir wollen gewählt werden um unserer selbst willen, um unsere Antworten willen. Bei der Flüchtlingskrise waren wir die Einzigen, die ein Konzept vorgelegt haben, wie man sie bewältigen kann, ohne dass man europäisches Recht bricht und ohne dass man einen Ansatz von Humanität vor sich hertragen muss, der jetzt gerade als Heuchelei erweist. Angela Merkel hat nicht ertragen können, dass 4.000 Menschen in Budapest auf dem Bahnhof gesessen haben. Aber jetzt schauen wir zu, wie 12.000 Menschen in Idomeni in Dreck und unter menschenunwürdigen Bedingungen da sein müssen. Und das interessiert uns nicht weiter. Und wir haben tatsächlich einen Teil unserer Flüchtlingsbewältigung auf die Türkei verlagert. Und der Wegfall auch von Werten, für die wir in Europa bisher eingetreten sind. Angela Merkel hätte jetzt nicht nach Ankara fahren sollen, um der Türkei eine EU-Beitrittsperspektive zu geben, sondern nach London fahren sollen, um die Briten davon zu überzeugen, dass sie in der EU bleiben sollen. Denn ich kann mir das schwer vorstellen, die Briten raus und die Türken rein. Das ist nicht die EU, die wir uns vorstellen. Erlauben Sie mir an der Stelle einen kleinen Hinweis. Angela Merkel heute in der Türkei, 19 Uhr live die Pressekonferenz bei Phoenix. Aber wir bleiben bei der FDP jetzt. Wir schauen uns gleich Ausschnitte aus Ihrer Rede an. Da haben Sie gesagt, es ist unsere demokratische Pflicht, stärker sein zu wollen als die AfD. Wie wollen Sie das denn machen, wenn die AfD in ihrer Kritik an der Flüchtlingspolitik, und das ist nun mal das Thema Nummer eins im Moment, so viel schriller daherkommt, als die FDP das kann? Ja, die AfD ist nicht nur stark geworden wegen der Flüchtlingspolitik, sondern wegen ihres homophoben und vor allen Dingen fremdenfeindlichen Auftretens. Wer erklärt, dass der Islam in Deutschland keine Heimat habe, der weiß gar nicht, wovon er redet. Denn wir haben 4 Millionen Menschen in Deutschland, die im muslimischen Glauben sind, die überwiegende Mehrzahl davon deutsche Staatsbürger. Und entscheidend ist, wir sind eine weltoffene Partei, wir sind für Toleranz, für Zukunftsfähigkeit. Die AfD wirbt mit der Vergangenheit, projiziert auch Angst. Das genaue Gegenteil von uns, und deshalb ist es demokratische Verpflichtung, dafür zu tragen, dass Deutschland ein weltoffenes, ein lebenswertes Land bleibt und nicht zurückfällt ins letzte Jahrhundert. Im Moment gibt es die AfD, im Moment ist die AfD stark und das führt dazu, dass Koalitionsbildung in den Ländern und im Bund immer schwieriger wird. Auch so diese, naja, liberale Wunschkoalition mit der CDU wird immer schwieriger, immer unwahrscheinlicher an vielen Stellen. Wie fest steht denn die FDP noch an der Seite der Union? Wir stehen nicht fest an der Seite der Union, sondern an der Seite der Vernunft und vernünftiger Lösungen für die Gestaltung unseres Landes. Das haben wir dokumentiert, indem wir jetzt bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg gesagt haben, eine Ampel unter Führung der Grünen ist für uns schwer vorstellbar, weil es eine wesentliche Veränderung der Politik damit nicht geben würde. Andererseits eine Ampel in Rheinland-Pfalz, wo wir stärker geworden sind als die Grünen, ist vorstellbar. Dort haben wir mit den Sozialdemokraten über 20 Jahre erfolgreich regiert. Da ist darstellbar, dass die Politik sich auch ändert. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat überschrieben, mehr Straßen, weniger Windräder. Besser kann man das nicht zusammenfassen, weil es als Ergebnis herausgekommen ist.
Entscheidend ist, dass wir möglichst stark werden. Und wenn ich das mal sagen darf, in Schleswig-Holstein, das Land, aus dem ich komme, ist die AfD nicht stärker als wir. Und wir werden dokumentieren im nächsten Jahr, dass wir die dort auch in die Schranken weisen können. Es kommt immer darauf an, dass Person, Inhalt und Auftreten zusammenpasst. Und das ist bei der FDP idealerweise gegeben. Das heißt, es jetzt für den Bund ist eine Konstellation wie in Rheinland-Pfalz, also zusammen FDP zusammen mit SPD und Grünen auch denkbar? Ja, denkbar ist alles, aber die SPD ist mittlerweile so schwach auf der Brust, dass das wirklich auch numerisch schon unwahrscheinlich sein wird. Und ich glaube, dass die SPD noch mehr an Zustimmung verlieren wird, weil sie ihre Orientierung verloren hat. Noch einmal, es wird darauf ankommen, ein gutes Ergebnis für die FDP, und dann werden wir sehen, dass wir daraus auch vernünftige Politik machen.